Mein Name ist Emma und heute erzähle ich dir von meinem Leben. Lehn dich zurück und entspann dich. Das wird eine ganze Weile dauern. Ich habe viel erlebt. Meine Geschichte beginnt in Mount Komorebi. Dort habe ich mit meinen perfekten Eltern in einem perfekten Haus mein perfektes Leben gelebt. Bis ein gewisser junger Mann alles auf den Kopf gestellt hat. Das ist Gabriel. Ein Blick genügte und ich wusste, er ist die Liebe meines Lebens. Kennengelernt haben wir uns an einem wunderschönen Sommertag und sofort Hals über Kopf ineinander verliebt. Natürlich ging alles viel zu schnell. Aber im Teenageralter überstürzt man eben gerne Dinge und trifft unüberlegte Entscheidungen. So kam es, wie es kommen musste. Ich wurde ungewollt schwanger. Und deshalb bin ich von zu Hause weggelaufen, ohne viel darüber nachzudenken. Ich wollte einfach nur weg. Hier seht ihr nun mein wahres Zuhause. Mein geliebtes Haus in Hanford-on-Bagley, in dem ich 8 wunderbare Kinder großgezogen habe. Aber warte, wir sind doch noch bei meiner ersten Schwangerschaft, die mich komplett aus der Bahn geworfen hat. Denn ihr müsst wissen, ich bekam nicht nur ein Baby, ich bekam Drillinge. Zum Glück verwandelte sich dieser Schock in Freude, als ich Daisy, Ivo und Violet zum ersten Mal in meinen Armen halten durfte. Und was soll ich sagen? Sie wurden viel zu schnell groß. Hier seht ihr meine Daisy. Schon als Kind war sie Klassenbeste. Sie war immer fleißig, höflich und obendrein natürlich unfassbar klug. Ihre Erfolgssträhne ging als Teenagerin weiter und hat bisher noch immer nicht aufgehört. Sie war immer bei allen beliebt, wurde Abschlussballkönigin und hat sogar ihr Highschool-Sweetheart Sydney geheiratet. Natürlich war ich skeptisch, als sie das erste Mal mit ihm zu Hause auftauchte. Sie war noch so jung und ich hatte Angst, dass er sie verletzen würde. Aber ich habe ihn schnell in mein Herz geschlossen. Ich weiß auch gar nicht, wo die Zeit geblieben ist. Denn mittlerweile leben die beiden mit ihrem gemeinsamen Sohn Oren in einem wunderschönen Haus. Wie ihr seht, Daisy und ihre Familie haben mit dem Farmleben nichts mehr am Hut. Und hier haben wir Oren. Ja, er ist schon fast erwachsen. Mein Enkelkind ist schon fast erwachsen. Daisy ist mittlerweile eine erfolgreiche Geschäftsfrau. Ihr Leben dreht sich um Mode, Schönheit und Glamour. Möglicherweise könnt ihr euch schon denken, wo sie das her hat. Immerhin waren meine Eltern auch immer sehr auf Äußeres bedacht. Aber was Daisy mir gelehrt hat, ist, dass das eine das andere nicht ausschließen muss. Nur weil sie auf Äußeres viel Wert legt, heißt das nicht, dass sie keine liebevolle Tochter, Mutter und Ehefrau sein kann. Ihr Mann Sydney ist übrigens Profisportler. Falls ihr aber mehr darüber wissen möchtet, er erzählt euch sicher gern davon. Und wie ich höre, soll sich Oren auch dafür begeistern. Wer weiß, möglicherweise tritt er ja in die Fußstapfen seines Vaters. Mein Ivo hat eine schwere Zeit hinter sich. Ich glaube, man kann gut erkennen, es hat eine Weile gedauert, bis er verstanden hat, wer er wirklich ist. Aber das ist er heute. Ivo Sigworth. Auch er hat sein Glück gefunden und lebt mit seinem Ehemann ganz in meiner Nähe in Hanford-on-Bagley.
Die beiden machen das, was Ivo schon immer Freude bereitet hat. Sie kümmern sich um unzählige Hühner, Kühe und Pflanzen. Wie die beiden zueinander gefunden haben, kann ich euch leider nicht erzählen. Ivo spricht nicht viel über seine Beziehung und natürlich respektiere ich das. Er soll immer das machen, was er für richtig empfindet. Denn er hat viel erlebt, das ich niemals verstehen können werde. Und nun kommen wir auch schon dazu, was Ivo mir gelehrt hat. Man muss Dinge nicht immer nachvollziehen können, um sie zu akzeptieren. Und dann gibt es da natürlich noch meine Violet. Viel zu lange war sie mein kleines Sorgenkind. Ich kann euch gar nicht mehr sagen, wie viele schlaflose Nächte ich wegen ihr hatte. Sie war das erste meiner Kinder, das rebellierte. Sobald sie zur Teenagerin wurde, machte sie alles, das man als Mutter nicht sehen will. Sie blieb zu lange weg, hat heimlich getrunken, schlich sich auf Partys und stellte meine Autorität mehr als einmal in Frage. Aber nun kann ich stolz verkünden, sie hat die Kurve gekriegt. Nach ihrem Schulabschluss zog sie in Gabriels alte Wohnung in San Myshuno. Dort lebt sie nun schon seit ein paar Jahren mit ihrer Verlobten Sarah. Und die beiden haben auch einen Sohn adoptiert. Also ja, ich bin schon zweimal Oma. Wie ich erst seit ihrer Geburt vermutet hatte, Violet kommt ganz nach ihrem Vater Gabriel. Sie ist eine unglaublich talentierte Musikerin. Also merkt euch schon mal besser den Namen Violet Potter. Ihr werdet noch viel von ihr hören. Aber nun weiter zu meinem Leben. Nachdem Gabriel und ich schon eine Weile getrennt waren, lernte ich dann jemand Neuen kennen. Sein Name war Raoul. Er war der Lebensmittellieferant des Dorfes und was soll ich sagen? Seine Locken, sein Lächeln und sein Charme hatten es mir von Beginn an angetan. Wir haben uns auf Anhieb gut verstanden. Und es ist euch sicher schon aufgefallen, ich bin eine hoffnungslose Romantikerin und verliebe mich viel zu schnell. Tja, das mit uns beiden war dann leider so schnell wieder vorbei, wie es angefangen hatte. Und ich war wieder schwanger und allein. Für mich ist die Geschichte mit Raoul der eindeutige Beweis, dass aus schlechten Entscheidungen auch wunderschöne Dinge entstehen können. Hätte ich ihn nie kennengelernt, hätte ich immerhin niemals Rose und Jared bekommen. Und hier seht ihr meine Rose, der schlauste Sim, der mir jemals über den Weg gelaufen ist. Sie ist erst vor kurzem von zu Hause ausgezogen, direkt nach Brightchester, damit sie möglichst nah an der Uni lebt. Immerhin ist sie eine der besten Studentinnen. Und ich bin mir ganz sicher, dass sie es noch weit bringen wird. Und jetzt fragt ihr euch sicher, was mit ihrem Zwillingsbruder ist. Naja, der kleine Jared hat tatsächlich eine sehr andere Richtung eingeschlagen, als ich mir jemals gedacht hätte. Kurz nach seinem Schulabschluss hat er sich in keine geringere als Octavia Bailey verliebt. Wenig später haben die beiden geheiratet und jetzt leben die beiden in Del Sol Valley. Zu Beginn habe ich nicht sonderlich viel von ihrer Beziehung gehalten. Aber es scheint ihn glücklich zu machen und da möchte ich natürlich nicht im Weg stehen. Nach dem Schlamassel mit Raoul hatte ich für einige Zeit genug von Männern. Um ehrlich zu sein, ich war mir sicher, ich würde mich nie mehr verlieben. Doch dann lernte ich Lenny kennen. Übrigens war Lenny der Stiefbruder von Raoul. Ja, ich weiß, das war nicht nett von mir. Aber was soll ich sagen? Ich war jung und verliebt. Meine Beziehung mit Lenny lief für eine ganze Weile mehr als gut. Er machte mich unendlich glücklich. Und ich ihn anscheinend auch.
denn schon nach kurzer Zeit hielt er meine Hand an. Wir machten sogar eine Reise nach Tortosa, um Hochzeitsvorbereitungen zu treffen. Alles schien so perfekt. Aber unsere Hochzeit lief leider nicht wie geplant, denn ich erwartete ein Kind von ihm und er war dafür nicht bereit. So war ich wieder schwanger und allein, zum dritten Mal in meinem Leben. Wenig später kam dann auch schon mein sechstes Kind zur Welt, Livia. Sie war so ein süßes Baby. Doch ich müsste lügen, wenn ich behaupten würde, Livia und ich haben ein einfaches Verhältnis. Ich mache mir täglich Vorwürfe und frage mich, was ich falsch gemacht habe. Wäre alles anders gekommen, wenn ich ihr mehr Aufmerksamkeit geschenkt hätte? Ich kann nämlich nicht mal mehr sagen, wie das alles anfing. Aber sie begann seltsame Interessen zu entwickeln. Sie verbrachte plötzlich viel Zeit allein, las in Vampirbüchern, spielte mit Kristallkugeln und sprach über übernatürliche Wesen. Und dann hat sie auch noch diesen älteren Mann kennengelernt. Ich weiß nichts über ihn. Wenn es nach Livia geht, wüsste ich nicht mal, dass er existiert. Aber Daisy hat die beiden zusammen gesehen. Und sie meint, er sieht nach schlechtem Einfluss aus. Und jetzt ist Livia auch noch von zu Hause abgehauen. Sie meinte, sie halte das alles nicht mehr aus. Sie wolle allein leben. Ich habe nicht die geringste Ahnung, wo sie ist und was sie macht. Ich hoffe, sie kommt bald nach Hause. Aber gut, nun weiter im Text. Wie euch sicher aufgefallen ist, zwei Kinder fehlen in meiner Geschichte noch. Und naja, wie die letzten beiden entstanden sind, darauf bin ich, ehrlich gesagt, alles andere als stolz. Als ich mit meiner Daisy ihren Junggesellinnenabschied gefeiert habe, habe ich einen netten Mann kennengelernt und dann mal wieder alles überstürzt. Wenige Tage später bekam ich die freudige Überraschung. Ich war schwanger. Flora und Oren sind die einzigen meiner Kinder, die ganz ohne Vater aufgewachsen sind. Denn dieser hat mir zu verstehen gegeben, dass er in jemand anderen verliebt ist und meine Kinder in seinem Leben keinen Platz haben. Aber was soll ich sagen? Ich habe keinen der anderen Väter wirklich gebraucht und ihn brauchten wir auch nicht. Meine beiden jüngsten Zwillinge sind wie Tag und Nacht. Dementsprechend streiten sie gerne und oft. Und meistens muss ich dazwischen gehen. Aber abgesehen davon sind sie großartig. Flora hat meine Leidenschaft für die Kunst geerbt. Schon als Kind hat sie jeden Tag stundenlang gezeichnet. Und auch als Teenagerin macht sie kaum was anderes. Außer natürlich ihr Kater Sirius braucht Aufmerksamkeit. Dann kann sie den Pinsel auch mal weglegen. Ich bin schon gespannt, was ihre Zukunft noch bereithält. Wo Oren hin möchte, das ist kein Geheimnis. Als wir auf Sulani im Urlaub waren, hat er sich ins Meer verliebt. Seitdem redet er von nichts anderem mehr. Er schwimmt sogar regelmäßig im eiskalten Fluss in Hanford-on-Bagley. Könnt ihr euch das vorstellen? Und nun fragst du dich sicher, wie es mit meinem Leben weiterging. Ob du es glauben kannst oder nicht. Ich habe meine große Liebe tatsächlich noch gefunden. Oder wiedergefunden, besser gesagt. Denn Gabriel und ich sind uns nach all den Jahren wieder näher gekommen. Wir haben sogar geheiratet. Ich könnte nicht glücklicher sein.